Der BND, was die eingesetzte Historikerkommission jetzt über ihn veröffentlichte, ist Agenten-Thriller und Horrorschocker zugleich. Man wünschte sich, es wäre bloß Fiktion. Doch leider sind es wissenschaftlich erwiesene Tatsachen. Dabei ist erst ein Viertel der geplanten Forschungsarbeit überhaupt raus. Herzlich willkommen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer bei TTT. Große deutsche Wirtschaftsunternehmen haben es gemacht. Das Außenministerium, die Bahn, Lufthansa. Es gehört einfach zum guten Ton, die eigene Vergangenheit von einer Historikerkommission beleuchten zu lassen. Dem BND hätte es genügt zu erfahren, wie viele Nazi-Vasallen man eigentlich nach dem Krieg in Lohn und Brot hatte. Doch damit wollten sich die Historiker nicht begnügen. Sie erforschen auch, was die Herren dort genau gemacht haben und welche Auswirkungen ihr Unwesen auf die Nachkriegsrepublik hatte. Klar wird, das Verhältnis zwischen geheimen Diensten und transparenter Demokratie ist seit jeher ein, sagen wir mal, schwieriges. Es war ein dramatischer Schlag für die Organisation Gehlen, den Vorgänger des heutigen BND. Im November 1953 wird ein hochrangiger Agent Gehlens in Berlin von der Stasi überfallen und entführt. Hier wurde der Agent Hase am Abend des 13. November 1953 verhaftet, als er mit einer amerikanischen Kabeltrommel eine Telefonschleuse in diesem Graben anlegte. Die Stasi-Operation Feuerwerk ist ein voller Erfolg. Über 200 westliche Agenten werden verhaftet, die der DDR ein detailliertes Bild der Organisation Gehlen liefern. In Gehlens Zentrale in Pullach schrillen die Alarmglocken. Die Offensive des Ostens kommt denkbar ungelegen. Gehlen will mit seiner Organisation unbedingt als offizieller westdeutscher Nachrichtendienst anerkannt werden. Er schickt falsche Informationen ans Bundeskanzleramt, korrigiert die Zahlen der verlorenen Spione nach unten, tut alles, um den Imageschaden so gering wie möglich zu halten. Ja, Gehlen war ja ziemlich geschickt. Er hatte große Ambitionen. Und deswegen war ihm da ja auch so daran gelegen, vermeintlichen oder wirklichen Erfolge der DDR-Staatssicherheit herunterzuspielen. Und das ist ihm auch ganz gut gelungen. Die Geheimdienste spielen in der ideologischen Auseinandersetzung des beginnenden Kalten Krieges eine entscheidende Rolle. Die DDR führt den entführten BND-Agenten Werner Hase in einem Schauprozess vor und breitet ihre Erkenntnisse über die Interna des westdeutschen Geheimdienstes in aller Öffentlichkeit aus. Insbesondere für den sogenannten E-Fall, Ernstfall, also für den Kriegsfall. Die Aktion Feuerwerk ist eben nicht nur eine Geheimdienstoperation gewesen, sondern das ist erstmalig. Aus dem Geheimdienstkrieg wird durch die Aktion Feuerwerk eben auch ein Propagandakrieg. In diesem Propagandakrieg wird die Organisation Gehlen zur Geheimwaffe des aufkommenden Antikommunismus in Westdeutschland. Das Land des Wirtschaftswunders wird zum Frontstaat. CIA und Organisation Gehlen warnen in drastischen Kampagnen vor der Gefahr einer kommunistischen Unterwanderung aus dem Osten. Gehlens Kampagne ist besonders infam. Sie trifft ausgerechnet die Opfer der Nazi-Diktatur. Hier feiert der Schriftsteller Günter Weisenborn 1941 noch unbeschwert Hochzeit. Ein Jahr später wird seine Widerstandsgruppe Rote Kapelle von der Gestapo verhaftet. Er überlebt, fast alle seiner Freunde werden hingerichtet, als angebliche sowjetische Spione. Die Organisation Gehlen übernimmt diesen Mythos der Gestapo nach dem Krieg bruchlos und verfolgt, beschattet und verleumdet die Überlebenden, ohne jeden Beweis. Ich war wirklich auch völlig konsterniert, wo ich dann mitgekriegt habe, nachdem ich einen Haufen Akten weg hatte, wie haltlos das komplett ist. Also am Anfang habe ich auch gedacht, da muss irgendwas dran sein oder irgendwie, da muss es irgendwie wenigstens eine falsch verstandene Basis geben. Aber dass es so vollständig haltlos war und dass das so lange dann geht, das ging ja bis in die 60er Jahre, da habe ich mich lange auch gefragt, wie man das überhaupt beschreiben kann. Gehlens Organisation lanciert eine Medienkampagne gegen die Rote Kapelle. Im Stern und später im Spiegel wird über einen unmittelbar bevorstehenden Staatsstreich fabuliert. Günter Weisenborn wird unterstellt, seine Existenz als Schriftsteller sei nur die Tarnung eines sowjetischen Agenten. Sein Sohn ist sich sicher, dass die BND-Kampagne mit Schuld trägt an seinem frühen Tod. Der Spiegel war das Lieblingsblatt meines Vaters. Und noch 68 diese Serie rauszubringen, das muss ihn furchtbar getroffen haben. Er ist ja kurz danach gestorben.
Und ich glaube, dass er da aufgegeben hat. Für seinen Feldzug gegen die Rote Kapelle stellt Gehlen gezielt ehemalige Nazi-Funktionäre ein, wie Ex-Gestapo-Mann Heinrich Reiser. In ihren Dossiers wächst sich die kommunistische Bedrohung zu einer weltweiten Verschwörung aus. Bei der Anwerbung von Ex-Nazis kennt Gehlen keine Schamgrenze. Es gibt Berichte, die auch mit der Roten Kapelle zusammenhängen, die Heinrich Reiser schreibt, wo man sagt, die Gestapo wäre ja praktisch übel beleumdet gewesen, direkt nach dem Krieg, wären die Alliierten das Sagen gehabt hätten, das würde sich jetzt zum Glück langsam ändern, jetzt würde man auch langsam verstehen, dass die eigentlich recht gehabt hätten. Also wo auch überhaupt diese ganze, was wir heute Verbrechen nennen und was die Alliierten nach dem Krieg auch schon Verbrechen genannt haben, irgendwie so etwas wird wie ein leichter Kollateralschaden im Kampf gegen den Bolschewismus. Demnächst soll der BND in seine neue Zentrale in Berlin-Mitte ziehen. In die Mitte der Gesellschaft. Zeichen für die neue Offenheit ist auch die Freigabe der Archive. Die Erkenntnisse der Historikerkommission über die Frühzeit des BND sind erschreckend. Aber sie helfen auch, die Funktionsweise von Geheimdiensten überhaupt zu verstehen. Das allerdings könnte sich noch als Eigentor für den BND erweisen. Denn das persönliche Fazit des Historikers ist alles andere als beruhigend. Manchmal habe ich den Eindruck, das ist Organisationen sind, die gerade in der westlichen Welt geschaffen worden sind, um bestimmte Aspekte von Politik, von Machtpolitik, aus der Sphäre rauszuhalten, die demokratisch beeinflusst werden kann. Geschaffen, um bestimmte machtpolitische Aspekte aus der Demokratie rauszuhalten. Und gerade ist ein Gesetz in Arbeit, dass der BND künftig selbst entscheiden kann, welche Dokumente er an jene rausrückt, die ihn kontrollieren sollten und welche nicht. Kommen wir zu etwas Erfreulicherem. Zur Ikone der zeitgenössischen amerikanischen Malerei wurde David Hockney mit seinen Swimmingpool-Bildern. Und das zu einer Zeit, in der sich der Kunstmarkt das Abstrakte und Wilde, das Geschüttete und Performte reinzog wie ein Junkie-Heroin. Immer schon war er anders, immer verblüffend. Und das hat sich bis heute nicht geändert, wie wir deutlich gemerkt haben, als wir diesen eigenwilligen Künstler besuchten. Hello, darkness, my old friend. Er ist vielleicht der letzte große Maler der Welt. Ein großer Raucher obendrein. Ein Genie sowieso. Besuch an seinem Atelier in Hollywood empfängt der 79-jährige David Hockney mit der Bitte, aschen Sie einfach auf den Boden. I don't smoke when I'm painting. Wenn ich male, rauche ich nicht. Aber wenn ich mit Malen aufhöre, setze ich mich hin, schaue mir das an und zünde eine Zigarette an. Well, the people who are telling me to stop. Die Leute sagen, ich solle aufhören zu rauchen und lieber an meinen Körper denken. Ich will aber nicht über meinen Körper nachdenken, sondern über Malerei. Think about my body. I just want to think about the painting. Zur Erinnerung. David Hockney, das war in den 60er Jahren jene hippe, homosexuelle Stilikone, die daran festhielt, dass irgendjemand noch schöne Bilder von Pools und nackten Männern darin malen müsse. Der Künstler selbst ein Kunstwerk mit blond gefärbten Haaren. Als man in den 70er Jahren in den Kunsthochschulen versuchte, das Malen abzuschaffen, wusste ich, dass das ein Fehler war. Meine Kollegen verarschten mich immer. Oh, Hockney, geh zurück ins Atelier. Ich antwortete, es ist umgekehrt. Es geht vorwärts ins Atelier. Heute bemalt Hockney immer größere Leinwände und zieht mit seinen Ausstellungen immer größere Menschenmassen an, die sich freuen, bei moderner Kunst noch Blumen, Wälder und Landschaften zu erkennen. Dabei nutzt Hockney, um die Perspektive zu erweitern, gerne alle möglichen Hilfsmittel und selbst sein iPad. Der Vorteil eines iPads, man kann schon im Dunkeln vor der Dämmerung mit dem Malen beginnen. Im Sommer ist das um 4 Uhr früh. Und es gibt keine schönere Art, den Tag zu beginnen, als ein paar Blumen zu malen. Das ist mein Leben. Dieses glückliche Leben als Maler hat Hockney jetzt in einem riesigen Buch zusammengefasst.
A Bigger Book, das auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert wird. Ein Luxusartikel für mehrere tausend Euro, aber auch ein eigenes Kunstwerk, das Lebenswerk heißt. Mein Werk ist für so ein Buch geradezu geschaffen. Und es ist nahezu perfekt geworden. Sie scheinen stolz darauf zu sein. Ja, ich bin stolz. Aber nur weil das Lebenswerk jetzt gesammelt vorliegt, hört Hockney natürlich nicht mit Malen auf. Hunderte neuer iPad-Zeichnungen hängen in seinem Atelier, klären das malerische Rätsel, wie man eine durchsichtige Plastikflasche darstellt. Und der Meister lehnt sich zufrieden zurück und denkt weiter über die Malerei nach. Wir alle werden von Bildern sehr stark angezogen. Besonders von der optischen Darstellung der Natur. Wir neigen dazu, diese Bilder für wahr zu halten. Es könnte aber sein, dass wir da etwas fehlgeleitet wurden. Vor allem die abendländische Zentralperspektive ist für Hockney nur eine optische Illusion, die er aus seinen Bildern verbannen möchte. Das ist ein Fluchtpunkt. Er liegt im Unendlichen. Wenn Gott das Unendliche ist, werden wir ihn so als Betrachter nie treffen. Hockney ist dazu übergegangen, für seine Bilder hunderte von Fotos aus unterschiedlichen Perspektiven zu machen. Am Computer setzt er die Fotos dann zu einem multiperspektivischen Gemälde zusammen. Und schon ist die Unendlichkeit überall, auch beim Betrachter. Und das erscheint mir viel interessanter als die ganze virtuelle Realität. Wenn die funktionieren würde und alles sähe perfekt so aus wie hier, würde jeder doch nur fragen, wo ist denn hier der Ausgang? Tja, where is the exit? Teile unserer Gesellschaft haben den Rückwärtsgang eingelegt. Zurück zum Nationalismus, zurück zur Intoleranz, zu Pöbeleien, zurück zur Gewalt. In solchen Zeiten vermisst man natürlich schmerzlich die Präsenz jener prominenten deutschen Kulturträger, die dagegen steuern könnten. Und genau das tut die türkische Star-Autorin Elif Shafak. Aber nicht nur in Bezug auf den dramatischen Rückschritt ihres Landes. Sie setzt sich generell ein für eine tolerante, offene Gesellschaft. Wir haben uns mit dieser klugen und charismatischen Frau getroffen in ihrer Wahlheimat London. Elif Shafak ist busy. Die türkische Bestseller-Autorin, promovierte Politologin, Professorin, Weltbürgerin ist sehr gefragt in diesen Wochen. Seit in der Türkei der Ausnahmezustand verlängert wurde, erst recht. Ich mache mir sehr große Sorgen um meine Heimat. Wir entwickeln uns rückwärts, was die Frauenrechte angeht, die Meinungsfreiheit oder die Demokratie. Wir rutschen ab, das ist sehr beängstigend. Und ehrlich gesagt fühlen sich derzeit viele türkische Demokraten und Liberale alleingelassen. Seit Jahren lebt Elif Shafak in London. Im Westen wird sie für ihre klugen Kommentare geschätzt. In der Türkei hat sie ihre treuesten Leser. Auch ihr jüngster Roman steht dort seit Monaten auf Platz 1 der Bestsellerlisten. Das Buch, das jetzt auf Deutsch mit dem merkwürdigen Titel Der Geruch des Paradieses erscheint, erzählt von einer jungen türkischen Frau. Peri studiert in England, ist hin und her gerissen zwischen den Kulturen, zwischen den Religionen. Ihre beiden besten Freundinnen sind Gegenpole. Eine iranisch-stämmige Atheistin und eine Kopftuch-Muslima. Peri weiß nicht so recht, was sie glauben soll. Es ist sicher kein Zufall, dass Peri die Verwirrte ist. Verwirrung ist das, was wir Türken am besten drauf haben. Wir stellen Fragen über Ost und West, über Identität und Modernität. Unser Verstand ist ziemlich verwirrt. Elif Shafaks Blick auf ihre Heimat spielt stark in ihre neuen Romane hinein. Sie hat selbst lange in Istanbul gelebt. Hier lässt sie ihre Protagonistin Peri aufwachsen und verhandelt über sie viele der Themen, die derzeit die Türkei auffühlen.
Peri stammt aus einer gespaltenen Familie. Die Mutter trägt Kopftuch und betet fünfmal täglich, während der Vater Bauchtanz guckt, an Bildung glaubt und zu viel trinkt. Der eine Bruder entwickelt sich zum religiösen Ultranationalisten, während der andere für seine linken Überzeugungen ins Gefängnis muss. Eine Familie als Sinnbild für die zerrissene türkische Gesellschaft. Die Türkei ist ein extrem polarisiertes Land. Wir werden immer nationalistischer, konservativer, noch sexistischer, immer patriarchalischer. In meinem Roman spreche ich all diese Dinge an. Vor 10 Jahren, als Shavak noch in Istanbul lebte, zerrten Ultranationalisten sie vor Gericht, weil sie in einem Roman die Armenienfrage und sexuellen Missbrauch thematisiert hatte. Damals kam die Klage nach vielem Hin und Her nicht durch. Nun, nach dem Putsch, ist die Lage dramatischer. Die Säuberungen betreffen sich tausende Menschen, besonders im Visier Schriftsteller, Journalisten, Oppositionelle. Viele sind schon im Gefängnis. Shafak hat den Putsch kritisiert, aber würde sie momentan in ihre Heimat reisen wollen? Natürlich kann ich jederzeit zurück. Aber in der Türkei weiß heute jeder Schriftsteller, Akademiker, jeder Dichter und jeder Journalist, dass ein Artikel reichen kann, ein Roman, ein Gedicht, vielleicht schon ein Tweet, um massiv Ärger zu bekommen. Shafak sieht sich selbst als Insider-Outsider in Sachen Türkei. Eine Pendlerin zwischen den Welten, eine globale Seele. Seit vielen Jahren schreibt sie ihre Romane auf Englisch. Dafür wurde sie in der Türkei heftig kritisiert. Wow. Die Leser scheint es nicht zu stören. Man hat mir vorgeworfen, ich sei keine türkische Schriftstellerin mehr. Sie ist nicht länger eine von uns, hieß es. Aber wer so denkt, der lebt mental im 19. Jahrhundert, im Nationalismus. Ich glaube jedoch, dass man mehrere Sprachen sprechen, mehrere Zugehörigkeiten haben kann, mehrere lieben und mehr als eine Heimat. Es ist diese Liebe zur Vielfalt, die Shafak nach London gebracht hat, in die kosmopolitische Metropole Europas. Bloß hier sitzt mittlerweile eine Regierung, die den Brexit vorantreibt und aus allen Rohren gegen Einwanderer schießt. Eher kein Pflaster für Weltbürger. Wir müssen einfach enger zusammenhalten. All die Leute, die an die Demokratie glauben, an die Vielfalt, weil das Gegenteil so gefährlich ist. Wenn wir uns in Stämme aufteilen lassen, in von Mauern umgebene Nationalstaaten, wenn wir dauernd zwischen uns und denen unterscheiden, dann wird diese Welt viel gefährlicher. Die Geschichte ist voller Beispiele dafür. Wahrscheinlich erinnern Sie sich dunkel. Da war doch mal dieser Franzose, der einen scheinbar unbescholtenen deutschen Arzt verschleppen ließ, um ihn einem französischen Gericht zu übergeben, das ihn tatsächlich anklagte und verurteilte. Es ging damals um den mysteriösen Tod eines 14-jährigen Mädchens. Der französische Vater war überzeugt von der Schuld des deutschen Stiefvaters. 3 Jahrzehnte lang hatte er vergeblich darum gekämpft, dass sich die deutschen Behörden endlich um diesen Fall kümmern. Dann startete er die Entführung. Diese wahre Geschichte ist jetzt in französischer Starbesetzung hervorragend verfilmt worden unter dem Titel Im Namen meiner Tochter. Wiedersehen, mein Junge. Auf Wiedersehen. Also, salut, Papa. Hab schöne Ferien, mein Schatz. Ja, du auch. Schönen Urlaub, Papa. Im Sommer 1982 reisen die Kinder von André Bamberski zu ihrer Mutter, seiner Ex-Frau, nach Deutschland. Er ahnt nicht, dass er seine Tochter das letzte Mal sieht. Kalinka stirbt unter mysteriösen Umständen in Lindau. Ich habe wirklich alles versucht, wirklich alles. Aber woran ist sie gestorben? Ich weiß nicht. Dass der Stiefvater, der in Lindau bekannte Arzt Dieter Krombach, für den Tod Kalinkas verantwortlich sein könnte, unvorstellbar. Nur der untröstliche Vater schöpft Verdacht. Die deutsche Justiz erklärt den Fall für erledigt, obwohl ein Autopsiebericht viele Fragen aufwirft, etwa Verletzungen im Schambereich erwähnt. Bamberski recherchiert selbst gegen den möglichen Mörder und Vergewaltiger seiner Tochter.
Mich interessiert, was nach dem schlagzeilenträchtigen Verbrechen passiert. Wie der Vater darauf reagiert, das ist interessant. Es ist stark, poetisch, überraschend, ja bisweilen schwindelerregend. Unweigerlich fragt man sich, was hätte ich getan? Wäre ich so weit gegangen? Und er geht schon sehr weit in der Geschichte. Vincent Garong hat sich in den Fall Kalinka vertieft. Der Film folgt der wahren Geschichte André Bamberskis, der anläuft gegen eine skandalöse deutsche Justiz, die trotz massiver Verdachtsmomente kein Verfahren anstrengt zum mysteriösen Tod seiner Tochter. Bamberski erzwingt zwei Verurteilungen gegen Krombach in Frankreich, scheut selbst eine Entführung nicht, um den Mann vor Gericht zu bringen, der sich seiner Strafe entziehen will. Alles, was du getan hast, war absurd. Alles, das steht in dem Bericht. Kalinka war wie meine eigene Tochter. Ich hätte ihr niemals etwas antun können. Ich glaub dir nicht. Ich werde dich nicht in Ruhe lassen. Ich finde raus, was du ihr angetan hast. Es ist die Geschichte eines Vaters, der sein ganzes Leben opfert, um das Verbrechen an seiner Tochter zu sühnen. Daniel Auteuil spielt diesen unbeirrbaren Einzelkämpfer eindringlich. Alle Rollen sind erstklassig besetzt. Ich kann das nicht. Den Widerpart übernimmt überzeugend ambivalent Sebastian Koch. Er spielt den undurchsichtigen Dr. Krombach, Verführer und Respektperson, den Vergewaltiger ohne Unrechtsbewusstsein. Der Arzt, der gut aussehende Frauenheld, der den Familie hat, alles stimmt, nach außen ist das alles perfekt. Und dann diese Schattenseite, diesen Abgrund, nicht als Abgrund zu spielen, sondern als etwas, was er sich natürlich auch schönredet und was er, glaube ich, vor sich selber so formulieren kann, dass er eben kein böser Mensch ist. Der echte Dr. Krombach behauptet bis heute, er sei unschuldig. Obschon ihn mittlerweile mehrere junge Frauen wegen sexuellen Missbrauchs beschuldigt haben. 15 Jahre nach Kalinkas Tod verklagt ihn ein Mädchen wegen Vergewaltigung. Verurteilt wird er dafür zu einer erstaunlich geringen Strafe, noch dazu auf Bewährung. Dr. Dieter Krombach wird wegen sexuellen Missbrauchs einer Widerstandsunfähigen zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Bamberski verliert den Glauben an die deutsche Justiz, will selbst Gerechtigkeit erzwingen. Mit seiner Besessenheit isoliert er sich zunehmend. Die Freundin verlässt ihn, die Ex-Frau will schon lange nicht mehr an der Wunde rühren. Hör damit auf. Mach doch die Augen auf. Es ist immer dieselbe Methode. Injektionen, Vergewaltigung, ist krank. Siehst du? Du bist wahnsinnig. Du bist ein alter Mann mit Verfolgungswahn. Im Namen meiner Tochter ist auch ein Film über den enormen Preis, den Bamberski für seine Standhaftigkeit zahlt. Genau das liebe ich an dieser Figur. Da ist eine Spur Verrücktheit, aber dahinter verbirgt sich die Liebe zu seiner Tochter. Und das ist wichtiger als alles andere. Das Spannende an dieser Geschichte ist doch ein Vater, der seine Tochter liebt und der unbedingt verstehen will, was ihr passiert ist und der nie aufgibt. Eindringlich und spannend erzählt. Ein Krimi, fast dokumentarisch anmutend, der auch die Grenze auslotet zwischen persönlichem Engagement, Gerechtigkeit und Selbstjustiz. Lass mich in Ruhe mit deiner Hysterie, mit diesem Wahnsinn. Nein, ich lass dich niemals in Ruhe. Niemals. Sie ist jesidische Kurdin, in Damaskus geboren. Heute lebt sie als Fotografin in Berlin. Doch ihre alte Heimat lässt sie nicht los. Der grauenvolle Bürgerkrieg, die mehr als ungewisse Zukunft der Menschen, das unfassbare Drama vor allem der Kinder und nicht zuletzt der Frauen. Zweimal ist sie zurück zu ihren Wurzeln gereist und hat dort Frauen fotografiert, die sich zur Wehr setzen, mit der Waffe in der Hand. Die meisten von ihnen gerade mal um die 20. Diese jungen Kriegerinnen zeigt die Fotografin aber nicht etwa in der Schlacht, sondern in ihrer Alltagsumgebung als beeindruckende Persönlichkeiten, die bereit sind, alles zu opfern für ihre Freiheit. Es ist die Ruhe nach dem Sturm, die Fotografin filmt, als kurdische Kämpferinnen sie im Jahr 2015 durch die Ruinen im Norden Syriens und Iraks führen. Durch jene verlassenen kurdischen Geisterstädte, in denen die jungen Frauen erfolgreich gegen den Islamischen Staat gekämpft haben. Die
Berliner Fotografin Sonja Hamad hat sie mit ihrer Kamera porträtiert. Auf der Suche nach den Frauen hinter den Waffen, die nicht nur für die Freiheit ihres Volkes kämpfen, sondern auch für ihre eigene Befreiung aus den Zwängen der Tradition. Wenn ich die Frauen dort in den Bergen getroffen habe, das Erste, wovon die gesprochen haben, war nicht der Islamische Staat, sondern wirklich, dass sie für ihre Rechte kämpfen. Und das geht hier sehr unter. Alles, was man in den Medien mitbekommt zu den Frauen, dass sie kämpfen und stark sind, aber dass sie wirklich auch für Frauenrechte kämpfen, das geht in Europa sehr unter und das war mir unheimlich wichtig. Seit 3 Jahren kämpft die 19-jährige Diljin in der Fraueneinheit der PKK-nahen YPJ, den sogenannten Volksverteidigungseinheiten, wichtigste Verbündete des Westens im Kampf gegen den IS. Alle Kämpferinnen tragen neue Namen und haben mit Familie und Clan gebrochen, die kein selbstbestimmtes Leben für Frauen vorsehen. Der Ausnahmezustand im Niemandsland eröffnet ihnen die Möglichkeit, das zu ändern. Frauen leben Freiheit, nennt Sonja Hamad ihre Porträtreihe. Selbst syrische Kurdin mit jesidischen Wurzeln hat sie sich auch in Deutschland ihre Unabhängigkeit erst gegen den Widerstand ihrer Familie erstreiten müssen. Allein ist sie mit ihrer Kamera zu den Kämpferinnen gereist. Hier sind wir in Nordsyrien, in der Stadt Hasake. Das ist ein ehemaliges Offiziergelände gewesen, wo ich 3 Tage mit den Frauen dort unterwegs war. Der Islamische Staat hat versucht, in die Stadt einzudringen und die kurdischen Kämpfer konnten das Gott sei Dank verhindern. Die Stadt ist kaputt, die Leute sind weg und die Kämpfer halten da Stellung. Mittagsschlaf in der Ruine. Einer der wenigen Momente, in denen die Kämpferinnen ihre Waffen nicht am Körper tragen. Die 24-jährige Kommandantin Berivan hat in der Schlacht um die Befreiung Kobanes gegen den Islamischen Staat gekämpft und dabei unzählige Kameradinnen verloren. Wer von einer Frau getötet wird, kommt nicht ins Paradies, glauben die Terroristen des IS. Die gefallenen Frauen wiederum werden in den befreiten Gebieten wie Märtyrerinnen verehrt. Ich bin keine Kriegsfotografin. Ich glaube, ich wäre auch nie dort hingegangen, wenn ich nicht selber die Sprache sprechen würde. Und dadurch kommt mein Interesse. Und das war der Grund, warum ich da eingereist bin. Diese unmittelbare Intimität und Nähe kann man spüren in Sonja Hamads Porträts, die die entschlossenen und zugleich verletzlichen Persönlichkeiten der Frauen zeigen. Schuss und Gegenschuss. Nicht als kriegerische Handlungen verstanden, sondern als fotografische Perspektive. Zusammen mit den Frauen entwickelt Sonja Hamad unmittelbar vor Ort ihre Bildideen aus deren Erzählungen. So, dass die besondere Poesie der kurdischen Kultur auch im mörderischen Kämpferinnenalltag zu spüren ist. Die letzte Erinnerung an eine Kameradin ist immer das letzte Essen oder das letzte Beisammensein. Dieses Bild ist für mich halt so ein Ausdruck davon, dass, weil wenn viele Kameraden dann nach dem Essen, sag ich mal, in den Kampf ziehen, dass viele dann auch nicht mehr zurückkommen. Und das ist für die anderen Kameraden die letzte Erinnerung. Im nordirakischen Sinjar-Gebirge ist Sonja Hamad auf jesidische Kämpferinnen gestoßen, die sich als Reaktion auf den Überfall des IS im Jahr 2014 zusammengeschlossen haben. Sie will sie auf ihrer nächsten Reise im November porträtieren. Im Kampf für Frauen, Leben, Freiheit. Das Bundeskanzleramt, meine Damen und Herren, muss saniert werden. Also nicht metaphorisch gemeint. Jetzt, es bröckelt und zerbröselt wirklich an allen Ecken und Enden. Bis in die Tiefgarage regnet es schon rein. Das muss man mal schaffen. Stromleitungen müssen erneuert werden. Wasserhähne, Heizung, alles. Bei einem erst 15-jährigen Gebäude ist das Chapeau. Ich meine, der Élysée-Palast, das Weiße Haus, der Kreml, das sind wirklich alte Hütten, aber die stehen heute noch tadellos da. Das deutsche Kanzleramt hingegen wirkt wie ein Rohbau, bei dem keiner mehr Lust hat, das Ding fertigzustellen. Gut, andererseits, wer konnte schon ahnen, dass unsere Kanzlerin das so schnell in Grund und Boden rockt, immer völlig runtergewohnt, der Laden. Der nächste Kanzlerin, also nächstes Jahr zu wählen, praktisch jetzt schon obdachlos. Okay, richtig, also in Berlin gibt es ja bei Bauwerken schon länger einen klaren Trend zum Evanesco, zum Verschwindezauber. Kinder kennen ihn aus Harry Potter. Die Mauer stand immerhin fast 40 Jahre, bevor sie umfiel. Das Kanzleramt machte gerade noch 15 Jahre.
Den berühmten Flughafen aber, den werden Archäologen suchen, ohne dass es ihn jemals gab. Evanesco ruft jetzt gleich unsere Sendeleitung und zack sind wir weg. Und wie durch Zauberhand am kommenden Sonntag wieder da. Und vielleicht sogar auch Sie. Schön wär's. Bis dahin, alles Gute. Ciao.